Wir nutzen die reaktiven Zerstäubungsverfahren, um partikelbasiert neue Materialien zu finden. Und unsere Aufgabe ist es immer, die Eigenschaften dieser Partikel so hinzubekommen, dass sie eben in der letztendlichen Anwendung genau das tun, was man von ihnen erwartet. Und das ist für Partikel eine ganze Menge. In der Flammensprühpyrolyse können wir aufgrund der hohen Temperatur der Flamme, die wir als Reaktor nutzen, nanoskalige Materialien herstellen. Da gibt es also Überschallströmungen, es gibt mehrere Phasen, fest, flüssig und gasförmig. Es ist turbulent, alles passiert in Millisekunden und das ist das, was uns fasziniert, das wirklich zu verstehen, da reinzuschauen und natürlich auch im Modell, in der Simulation abzubilden, um solche Prozesse zu skalieren oder genau zu wissen, wie man es für andere Materialien anpassen kann. Dadurch, dass wir so viel verschiedene Nanopartikel herstellen können, können wir auch ganz gezielt untersuchen, welche Auswirkungen sie auf biologische Umgebung hat und auf biologische Systeme und sind jetzt gerade dabei, dieses Wissen auf die Krebsforschung zu übertragen.